Herzlich willkommen, liebe Anna Röcker. Ich grüße dich, liebe Yoga Aktuell Leserin, liebe Yoga Aktuell Leser. Ich freue mich sehr, heute die Anna hier im Interview haben zu dürfen und zu können. Danke, Anna, dass du dir Zeit nimmst. Anna Röcker ist Heilpraktikerin, Yogalehrerin und Autorin. Und wir haben in der neuen Ausgabe der Yoga Aktuell einen wunderbaren Artikel von dir, Yoga für ein wachsames Immunsystem mit einer Yoga-Sequenz. Und was ich sehr, sehr schön finde, du hast einleitend geschrieben, wir sollen den Blick nicht auf den Virus wenden, sondern auf den Wirt. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Warum bleibt der Wirt so im Hintergrund in dieser ganzen Diskussion? Also erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch und dass ich eben den Leserinnen und Lesern ein bisschen was erzählen kann, was mich die letzten Monate oder sagen wir mal die letzten 1,5 Jahre bewegt hat. Dieser Blick auf den Wirt, der ist für mich sehr geschärft worden dadurch, dass ich in meinem Buch über das Immunsystem als Paar mit der Psyche sozusagen ein starkes Paar, dass ich da ein langes Interview mit dem Professor Christian Schubert führen konnte, der in Innsbruck einen Lehrstuhl hat für Psychoneuroimmunologie und der mir diesen Blick ganz klar eröffnet hat, indem er die Bedeutung des Immunsystems wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und das hat mich wieder ganz stark mit der Yoga-Lehre verbunden. Liebe Doris, du kennst mich, wie begeistert ich seit 40 genau. Jahren vom Yoga bin. Ich bin wieder aufs Neue begeistert nach dieser Arbeit, weil ich erkenne, wie viele Möglichkeiten wir haben, diesen Wirt uns selbst, dieses Immunsystem selber zu stärken. Ja, und wo fangen wir an? Also es ist ja. Wo fangen wir an? Ich würde gerne anfangen damit, dass ich für den Blick auf das Ganze, diese Yoga-Parabel, die ihren Ursprung wohl in den Upanishaden hat, aber so wie ich sie beschreibe, auf einen Schüler von Aurobindo zurückgeht, die würde ich gerne der Leserin, dem Leser nochmal erzählen und sagen, ein besseres Beispiel gibt es nicht. Mhm. Also diese Idee, wir haben ein Gefährt, wir haben einen Wagen, wir haben vor dem Wagen 4, 8, 6 Pferde. Wir haben einen Kutscher, der die Pferde lenkt und einen Reisenden, der in diesem Wagen oder in dieser Kutsche, wie das Aurobindo später ausgedrückt hat, sitzt. Und unser Blick muss dahin gehen, alles zu stärken. Der Wagen, ein Bild für unseren Körper, die Pferde, ein Bild für unsere Sinne und die damit verbundenen Gefühle, für die Emotionen, der Kutscher, das bewusste Ich, der Intellekt, der diese Pferde lenkt. Und ganz wichtig, es muss eine Verbindung zwischen Reisenden und Kutscher geben. Das heißt, der Reisende als Bild für das innere Selbst, für diese innere Weisheit, für die Intuition, wir können das jetzt ausfalten, oder für das Göttliche in uns, für Atman. Und diese Verbindung ist ganz wichtig, weil der Kutscher weiß alleine nicht, wohin unsere Reise geht. Seine Aufgabe ist, diese Emotionen in der Bahn zu halten. Und um bei dem Bild zu bleiben, würden wir die Pferde erdrosseln, weil wir sagen, wir wollen die Gefühle vernichten, weil sie uns in die Irre führen, dann kommen wir auch nirgendwo hin. Und wenn die Kutsche im Graben liegt, kommen wir auch nirgendwo hin. Und vielleicht ganz kurz ein Blick auf das aktuelle Heft von Yoga Aktuell. Gerade das liebe ich an Yoga Aktuell, dass sie sich immer wieder bemühen, alle Aspekte reinzubringen. Den Körper, die Entsäuerung, die Entgiftung, das Fasten, die gute Ernährung ist genauso auch wichtig wie der Umgang mit unseren Gefühlen. Das sehen wir in dieser Pandemie ganz stark. Wenn uns die Emotionen treiben, da kommen wir auch nirgends hin. Genau. Also dieses Bild ist immer noch eins der besten Bilder. Ja, vielen Dank. Ja, also da erlaube ich mir gleich nochmal so den Blick aufs aktuelle Heft, weil ich finde es auch wirklich toll, weil es geht ganz viel um Entsäuerung und ums Immunsystem. Und
ich weiß nicht, was du so in deiner Praxis erlebst, die ja auch, glaube ich, gerade sehr voll ist und viele Menschen zu dir kommen, dass das Gefühl Angst so vordergründig ist. Ja. Ja, wie können wir lernen, mit der Angst besser umzugehen? Also ich glaube, irgendwie haben wir ja alle Angst, behaupte ich. Ja, weil Angst gehört zu unserem Leben. Wir können nicht ohne Angst leben, denn die Angst hat immer zu tun mit dem Unkontrollierbaren. Mhm. Und wir haben immer mit Unkontrollierbarem zu tun. Wir haben zu tun mit dem Alter, das wir nicht kontrollieren können, im Sinne, wir können noch so viel Anti-Aging machen, wir werden alt. Wir haben die Gefahr von Krankheiten, nicht nur von Pandemien, sondern die normalen Krankheiten. Und ich finde, erstmal ist Angst ein wichtiges Gefühl und ich stehe dazu, dass ich das habe. Im Sinne von C.G. Jung würde man sagen, auch die Angst ist einer der tausenden Komplexe. Komplex ist erstmal nichts Negatives, sondern eine Anballung von Gefühlszuständen und das gehört dazu. Ich würde aber gern gleich auf Patanjali kommen, der uns empfiehlt, immer wieder den klaren Blick darauf zu richten. Wenn er sagt, schau dir an, was ist Wirklichkeit und was ist nicht wirklich. Und die Angst ist erstmal unspezifisch. Die klammert sich zwar an die Angst vor Spinnen oder die Angst vor dem Virus, aber die Angst ist erstmal unspezifisch und ist da und ich muss schauen, wo hat sie sich jetzt gerade festgehakt und wie real ist sie da? Deswegen finde ich im Umgang mit der Angst immer mal wieder ein Stück zurücktreten und die Angst anschauen und schauen, wie real ist das, was mich jetzt also treibt. Wenn ich also Angst vor einer Phobie habe, dann muss ich erst mal schauen, wie viele Krokodile kommen denn in Deutschland vor? Habe ich jetzt gerade mit einer Patientin gearbeitet. Und dann das Dahinterliegende anschauen und lernen, sich ein Stück zu desidentifizieren. Und ich glaube, da kommen wir auch in dein Fachgebiet, nämlich die Achtsamkeit. Im Umgang mit der Angst halte ich die Achtsamkeit für wesentlich. Das heißt, immer wieder schauen, achtsam, was passiert in mir? Ich sage den Leuten, spür nach, was die in dir macht. Oh Gott, ja, mein Brustkorb wird eng. Okay, annehmen. Tief durchatmen und spüren, was macht es. Also Umgang mit der Angst, Kopf einschalten, betrachten, Reizreaktion unterbrechen, weil alles das finden wir bei Patanjali in irgendeiner Weise verschlüsselt. Ja. Und dann spüren, was brauche ich wirklich. Mhm. Ich glaube, in der Pandemie haben viele Menschen erkannt, ich muss mich eigentlich mal mit mir beschäftigen. Mhm. Diese Angst ist keine mehr, die sich erklären lässt durch die reale Gefahr, sondern ich muss mal schauen, was ist in mir drin. Deswegen sind die Praxen auch so voll, weil Menschen sich jetzt auf den Weg machen, was ich gut finde. Und zu schauen, was steckt dahinter. Die Leute, die schon lange Yoga machen, die Menschen, die werden jetzt erkennen, wunderbar, ich mache meine Übungen, ich mache meine Meditationen, ich mache die Metta-Meditationen, erlaube mir erstmal, mich zu spüren. Ja, ich darf auch glücklich sein, auch wenn es eine schlimme Zeit ist. Genau. Alles das sind kleine Übungen, die uns helfen, aber prinzipiell geht es darum, Angst ist normal, genauer anschauen, schauen, brauche ich Hilfe oder brauche ich einfach gute Werkzeuge, Achtsamkeit, Yoga-Übungen und so weiter. Das ist schön. Also ich bin ja gerade sehr, sehr dankbar um die Pandemie dahingehend, weil die mich sehr auf mich selbst zurückwirft. Ja. Und ich kenne viele Menschen, denen geht es ähnlich, dass wir auch endlich mal ein Stück zur Ruhe kommen. Ja. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar um die vielen Werkzeuge. Und das fing ja bei dir an, weil ich ja bei dir die Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe. Und aber du hast gerade was Spannendes gesagt. Wir haben das Werkzeug und wenn wir aber merken, dass wir Hilfe brauchen, dann sollen wir uns die holen. Ich habe ein spannendes Interview auch für Yoga aktuell mit dem Dr. Hüter gemacht, dem Gerald Hüter. Und der sagt, es sind ja alles Bewältigungsstrategien. Und ich kenne Menschen, die haben so viel Angst. Und wenn ich dann sage, Mensch, jetzt entspann dich noch mal, du hast ja total viel Angst, dann sagen die, ich habe überhaupt keine Angst. Genau. Also woran merke ich, dass ich Angst habe? Da komme ich wieder auf den Christian Schubert, der
eben sagt, wir müssen hinschauen, wie sich eine Schwäche im Immunsystem zeigt. Also er ist ja der Vertreter, die zeigt sich vor allem in Stressgeschehen. Also das heißt, wenn ich ständig angespannt bin, nicht mehr schlafen kann, immer irgendwie einen unklaren Druck fühle, der sich dann, so Schubert hat es sehr gut erklärt, in Symptomen zeigt, in dem Kopfweh, dann kann ich immer davon ausgehen, dass die Ursache erstmal physiologisch Stress ist und wiederum hinter dem Stress steckt ganz oft Angst. Ja. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, die so eine Stressproblematik haben, die sagen, ich kann einfach nicht mehr abschalten, dann schaue ich in der Praxis immer nach dem Thema Angst. Auch wenn sie sagen, ja, Angst habe ich nicht. Aber es ist sehr oft die Angst dahinter. Okay. Die Angst eben vor dem, was ich nicht kontrollieren kann, was mir Stress bereitet. Und so erreiche ich dann, oder so gelingt es mir dann, dem Menschen manchmal zu helfen, hinter den Stress zu schauen. Was macht mir denn wirklich Stress? Es sind nicht so sehr die äußeren Dinge als das, was in mir drin ist. Das stimmt. Und das ist spannend, du hast jetzt zum zweiten oder dritten Mal von der Kontrolle gesprochen. Und ich habe vorgestern der hat mich sehr berührt, einen Satz von der Sharon Salzberg gelesen. Ja. Die sagt, in dem Moment, in dem wir realisieren, dass wir nicht alles kontrollieren können, können wir lernen, loszulassen. Ganz genau, das ist es. Das hat mich so berührt, wo ich dachte, ja, letztendlich haben wir ja alle Angst, loszulassen und sind alle permanent versucht, etwas zu kontrollieren. Also ich denke und das ist auch wichtig, natürlich Kontrolle und auch die Kontrolle durch den Verstand ist ganz wichtig. Es geht ja, und das ist das Schöne am Yoga, es geht nicht um Entweder-Oder. Wenn ich Yoga mache, muss ich, wie manche sagen, nicht meinen Verstand abgeben und irgendein Ritual. Nein, Yoga ist eine, und nochmal Yoga aktuell und diese Menschen, die versuchen, Yoga diese Weite zu geben, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, weil ja, es gibt ja auch eine Strömung, Yoga ist ein bisschen Wohlfühltraining und ein bisschen Körperübungen. Nein, Yoga ist eine Bewältigungsstrategie fürs Leben. Und um bei der Kontrolle zu sein, wir brauchen Kontrolle. Wir sehen es in den Asanas. Wir brauchen diesen Willen. Wir brauchen auch den Willen, unseren Kopf einzusetzen. Aber es muss uns klar sein, dass die größte Angst immer die Angst vor dem Tod ist, weil den haben wir nicht mehr in der Hand. Und wenn wir uns mit dem anfreunden, im Sinne von schon im Leben begegnen wir diesen Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Dann glaube ich, das ist völlig richtig, können wir leichter loslassen. Ja. Und um das zu realisieren, müssen wir bei uns sein, müssen wir achtsam sein, müssen wir uns Zeit geben, Raum lassen, still werden. Und ich sage, wenn manche sagen, ja, ich habe keine Zeit, dann sage ich, glauben Sie mir, mein Tag ist total voll. Und trotzdem finde ich die Zeit, in welcher Form? Manchmal nur in einem Spaziergang, manchmal ganz konsequent auf dem Kissen. Aber ich finde die Zeit, wo ich zu mir komme und einen Moment spüre, was mit mir los ist. Anne, es ist immer so spannend, mit dir zu reden. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir reden. aber ich würde gerne noch eine oder zwei letzte Fragen stellen. Also und natürlich gerne noch mal auf deinen Artikel hinweisen und auch auf dein Buch Immunsystem und Stärke, Immunsystem und Psyche, das jetzt gerade im Scorpio Verlag erschienen ist. Genau. In dem Artikel schreibst du, dass ein ausgeglichener Wasserhaushalt eine wichtige Rolle für die Stärkung des Immunsystems spielt. Warum? Und ja, also es muss uns klar sein, dass Wasser ein Medium ist, das sehr viel aufnehmen kann. Ich beschreibe das immer als kleines Beispiel, wenn du in eine Tasse Wasser nur einen Tropfen Tinte tust, ist es sofort bläulich. Das heißt, Wasser ist ein Trägermedium und damit auch ein Entgiftungsmedium. Und je mehr wir, also das ist ein Aspekt des Wasserhaushalts, je mehr wir zum Beispiel Gifte durch die Umwelt, durch alles aufnehmen, umso wichtiger ist es, dass unsere Nieren viel ausfiltern können. Oder wenn wir Medikamente nehmen. Also das ist mal das eine.
dass wir ganz wichtig dran denken, Wasser ist ein Trägermedium. Dann natürlich, unser Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Wir brauchen das Wasser als in unserem Körper, damit die Organe gut arbeiten können, damit die Galle fließen kann und nicht eindickt und so weiter. Und dazu kommt, dass für mich das Wasser auch noch eine größere Bedeutung hat, auch im Körper. Es ist das Medium des Fließens, des Loslassens, des Erneuerns. Also da würde ich jetzt gerne aufhören, weil Wasser ist eins meiner Lieblingsthemen. Wasser eben auch als psychisches Medium. Ja. Aber rein physiologisch ist es gerade jetzt, heute so wichtig, wo wir so vielem ausgesetzt sind, dass wir viel gutes Wasser tanken. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Anna.